Hallo, herzlich willkommen bei Silverwurm. Gestern gehe ich so durch den Drogeriemarkt, weil ich Kerzen brauchte. Und da habe ich ein Produkt gesehen, wo ich dachte, ach, was ist das denn? Das probiere ich doch mal mit dir zusammen aus. SOS Lippenpflege in der Ampulle. Ampullen kennen wir so fürs ganze Gesicht, aber jetzt als SOS-Pflege für die Lippen. Ich halte es nochmal hier so in die Kamera. So. Habe ich vorher noch nie gesehen. Na, ich dachte so, wir werden es testen. Ist 1 Milliliter drin, wo ich denke, boah, 1 Milliliter, das ist so viel. Damit könnte ich das ganze Gesicht machen. Aber es ist ja ein spezielles Produkt nur für die Lippen. Ja, man könnte vielleicht auch probieren, es an den Augen auszuprobieren. Aber habe ich jetzt nicht gesagt. Wir nehmen es jetzt einfach nur mal für die Lippen. Was ich nur meine mit dem ist viel drin, ist die Tatsache, ich habe die jetzt mal aufgebrochen, dass, wenn ich die jetzt da stehen habe, ich brauche ja nicht einen ganzen Milliliter, was mache ich dann? Stelle ich die jetzt so einfach dann ins Badezimmer und nehme das immer wieder? Da steht drauf, man soll es auftupfen. Schmeckt süß. Ist, boah, extrem ölig. Und ich habe so viel benutzt, dass ich davon gefühlt noch 100 Mal benutzen kann. So, jetzt muss ich dann gucken, wie ich die bei mir irgendwo im Badezimmer so hinstelle, dass sie nicht umkippt. Da es ein Öl ist, wird es wohl nicht austrocknen. Aber warum das jetzt gerade in eine Ampulle gefüllt wurde, weiß ich nicht. Man muss auch gucken, dass das jetzt nicht überall hinläuft. Da jetzt Lippenstift drüber aufzutragen, müsste man versuchen, könnte ich mir aber vorstellen, weil das fühlt sich jetzt so extrem flüssig auf den Lippen an, dass das wahrscheinlich nicht dazu geeignet ist, da jetzt Lippenstift drüber zu geben. Das läuft dann auch ganz schnell in unsere kleinen Plissé-Dinger rings um die Lippen oder hier in den Winkel. Aber es fühlt sich gut an auf der Lippe. Ja. Kostet, glaube ich, um 1 Euro. Also mein Empfinden. Fühlt sich gut an. Der süßliche Geschmack ist auch schon weg. Aber dadurch, dass das so extrem ölig ist, bleibt das tatsächlich auf den Lippen. Also bestimmt ein schönes Produkt, wer so ganz spröde Lippen hat und das dann vielleicht als Kur mal so am Wochenende oder so nimmt, dann wenn man nicht so vor die Tür geht und immer mal wieder so ein bisschen nachtupft. Jetzt könnte man das zum Beispiel auch in so eine Schraubdeckeldose geben. Nee, das könnte auslaufen. Unsere Fiolen vielleicht, da könnte man es reingeben, weil die sind ja laborgeeignet und dicht. Ansonsten, tolles Produkt. Die Verpackung finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch. Wer sagt, also so ein Schnickschnack mit Ampulle will ich nicht kaufen, kann das Ganze zum Beispiel auch mit Kokosöl machen. Kokosöl kennt ihr vielleicht aus der Küche oder als Hautpflegeprodukt, ist meistens in so einem Gläschen. Habe ich jetzt vergessen mit runterzubringen, aber jeder kennt inzwischen Kokosöl, was nur ölig wird, wenn es draußen sehr, sehr heiß ist. Ansonsten ist das wie so ein weißer Fettklumpen. Was die ein oder andere von euch vielleicht noch nicht kennt zur Hautpflege, ist einmal Mandelöl oder Traubenkernöl. Traubenkernöl ist auch in vielen Pflegeprodukten, Produkte, die sehr teuer sind, schon enthalten. Und auch damit kann man braten. Also hier ist nur noch die Hälfte drin. Hat gekostet 6,80 Euro, ist ein halber Liter. Das geht in der Küche und das geht auch super für Hautpflege. Und da könnte man sich so ein kleines Düppelchen irgendwie ins Badezimmer stellen. Eine kleine Dose, die man auch gut zuschrauben kann. Und ich denke mal, dass man denselben Effekt damit hinbekommt. Also jetzt so nach ein paar Sätzen reden, ist das nicht mehr so feucht und glitschig. Jetzt würde ich mir fast sogar zutrauen, da Lippenstift drüber aufzutragen. Aber ganz frisch funktioniert das nicht. Aber wenn ich jetzt hier so die Lippe aufspanne, fühlt die sich immer noch so an, als könnte sie reißen. So, jetzt gehe ich mal mit meinem Traubenkernöl. Boah, jetzt muss ich vorsichtig sein, ne? Ich brauche nur ein Tröpfchen. Das ist schon zu viel, aber anders kriege ich es jetzt nicht raus. Gehe ich mal mit meinem Traubenkernöl drüber. Fühlt sich exakt genauso an. Ohne, dass es süß ist. Macht die ganze Sache aber noch entspannter. Ja.
dieses Gefühl ist nochmal besser. Also probier das ruhig mal aus. Ich will da jetzt nichts gegen sagen, ganz im Gegenteil, das fühlt sich gut an. Aber wer sowieso so ein Traubenkernöl zu Hause hat, um damit zu braten, weil Traubenkernöl, ne, richtig, richtig gute Inhaltsstoffe. Aus Traubenkernen wird ja zum Beispiel auch das OPC gewonnen. Wieder ein ganz anderes Thema, aber OPC ist auch so ein richtiger Aufpusher auf natürlicher Basis für den Körper. Und an Lippenpflege, ja, entweder ist es jetzt die Kombination oder tatsächlich nur dieses Traubenkernöl. Super schön, angenehm auf der Lippe. So, jetzt gehen meine Augen hier hin und her, weil ich will euch etwas zeigen, ein kleines Geheimnis. So, was ist in Vorbereitung? Wird wahrscheinlich nach Ostern kommen. Ein Lippenpflegestift mit bombastischen Inhaltsstoffen, aber anderes Thema. Jetzt haben wir erstmal getestet die Ampulle aus dem Drogeriemarkt und Traubenkernöl oder Mandelöl. Mandelöl auch toll, auch um Salat mitzumachen, auch Kokosöl. Das sind alles Dinge, die man zum inneren Verzehr nehmen kann, um damit zu braten oder Salate anzurichten. Beim Mandelöl weiß ich jetzt gar nicht, ob man das stark erhitzen kann. Hier kann man es tatsächlich. Und diese Dinge sind auch super, super gut für die Hautpflege. Also es muss nicht immer ein fertiges Produkt sein. Man kann auch mal, ne, so durch die Natur gucken. Und Öle, die aus natürlichen, hochwertigen Lebensmitteln gemacht werden, eignen sich immer auch zur Hautpflege. Wie gesagt, Mandelöl kann man super mit massieren. Und man kann es eben auch essen. Wissen viele nicht. Also ich habe neulich mal hier bei uns im Feinkostladen nebenan gefragt, ich hätte gern Mandelöl. Haben wir nicht, kennen wir nicht. Deswegen bin ich an dieses Traubenkernöl gekommen. Ich dachte, gut, probiere ich das aus. Was nimmst du, wenn du ganz spröde, trockene Lippen hast, sodass sich das wieder weich und flutschig anfühlt? Ohne vielleicht so, ja, dieser Begriff, zu mir hat mein Model gesagt, I feel I can ski on my lips. Also sie hatte das Gefühl, sie könnte auf ihren Lippen Ski fahren. Und das ist das, was die meisten überhaupt nicht so mögen, ne? Wenn das so, oh, so pappig ist. Mein Lieblingspflegeprodukt schon seit, jetzt muss ich überlegen, seit ich 16 bin, also ganz, ganz viele Jahre, ist zum Beispiel das Blistex aus der Tube. Ne? Aber wer es eben natürlich möchte, ganz natürliche Öle. Traubenkernöl, Kokosöl, Mandelöl oder so ein Fläschchen. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Vielleicht haben wir ja noch einen Geheimtipp dabei, den wir alle so nicht kennen. Verrat es uns, bitte, bitte. Tschüss.